Ja, hallo, ich spreche heute über die Aufgabe 2 von Seite 93, Aufgabe 2, genau. Wir haben hier so ein TV-Diagramm, es geht los bei 0 Sekunden plus 20 Meter pro Sekunde. Nach 2 Sekunden haben wir 0 Meter pro Sekunde und bei 4 Sekunden minus 20 Meter pro Sekunde, also eine Gerade, vor allem eine Gerade. Die wollen hier wissen, versucht den Bewegungsvorgang zu beschreiben. Also irgendwas, ja, bewegt sich hier mit 20 Meter pro Sekunde und die Geschwindigkeit wird immer weniger, 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 bis dann die Geschwindigkeit bei 0 Meter pro Sekunde ist. Und dann wird sie negativ bis minus 20 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ist erst hoch, ja, plus 20 Meter pro Sekunde, es geht in eine Richtung, es wird kleiner. Und dann die negative Geschwindigkeit bedeutet, dass es in die andere Richtung geht. Ja. Bis ich dann bei minus 20 Meter pro Sekunde bin. Genau. Was geschieht, wenn es negativ wird? Okay, andere Richtung. Wo taucht es in der Umwelt auf? Ja, wenn man die Pfeile anschaut, das sieht doch aus wie so ein Ball, ja, den ich hochwerfe und der wieder runterfällt. Der Ball, wenn ich ihn hochwerfe, dann hat er also am Anfang eine hohe Anfangsgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird immer kleiner und kleiner und dann kommt er runter. Die Geschwindigkeit wird immer größer, größer und noch größer, bis er etwa die gleiche Geschwindigkeit wieder hat. Ohne Reibung heißt es exakt die gleiche Geschwindigkeit. Diese These könnte ich noch überprüfen, indem ich mir mal hier die Steigung anschaue. Die Beschleunigung ist ja die Steigung. Ja, A gleich Delta V durch Delta T gleich Delta V wären hier 20 Meter pro Sekunde und die Zeit 2 Sekunden. Machen wir noch Minus, weil es bergab geht. Und dann komme ich auf minus 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Und das ist ja ungefähr der Ortsfaktor von 9 Meter durch Sekunde Quadrat. Also es ist wohl der Ball. Genau, wie weit ist der Körper 4 Sekunden nach dem Startpunkt entfernt? Ja, der kommt wieder genau da auf, wo ich ihn losgeworfen habe. In eine Richtung, wird langsamer und kommt wieder auf. Fertig, das war die Aufgabe.